Guten Abend auf jeden Fall hier bei mir, denn wir haben 22 Uhr. Es ist noch relativ früh jetzt hier für meine Nasen irgendwie aufzuwachen, aber ich habe mir mal gedacht, jetzt wo ich wirklich alle vier Hamster hier habe, möchte ich dann gerne euch mitnehmen hier zu diesem Vlog und auch wirklich ein bisschen so filmen. Es ist leider immer noch so, dass die Freigehege, also die Ausläufe, nicht fertig sind, was nicht an mir liegt. Ich habe die Skizzen fertig gemacht. Ich wollte auch ursprünglich das Material schon kaufen, aber es hieße, dass ein gewisser anderer jemand das besorgen sollte und bisher es nicht getan hat und ich es wahrscheinlich dann nächste Woche kaufen muss. Und ich hatte leider momentan viele Arztbesuche, aber dennoch, jetzt geht es erstmal hier in diesem Vlog los und ich nehme euch ein bisschen mit. Ich hoffe, ich schaffe es mal, so lange aufzubleiben, dass jetzt endlich mal alle hier aufwachen. Aber ich denke, das sollte man doch irgendwie schaffen und ich habe mich ein bisschen hier gemütlich gemacht mit meinen Klamotten. Also ich hänge jetzt hier gerade so ein bisschen und warte einfach, bis alle mal aufwachen. Ich habe sie noch nicht gefüttert oder sonst was. Also das erlebt ihr jetzt alles mit. Ich wollte ein bisschen die Gehege umgestalten. Dann kann ich euch gleich auch mal ein paar Skizzen zeigen, was ich nämlich mit den Gehegeveränderungen jetzt in Zukunft dann auch vorhabe, weil ich wollte ja selber noch ein bisschen dazu basteln. In der Dunkelheit der Nacht bringe ich mal Licht. So, schauen wir doch mal eben was. Ara, macht hallo. Hast du geschlafen mit deinen Kuscheltieren? Mäuschen, das riecht hier irgendwie nach Pups drin. Ich glaube, entweder der Hund hat gepupst oder... Ich wollte so am Seufzen. Oh mein Gott, ich fahre das gar nicht. Oder der Kater. Pedro. Hey. Hi. Hm? Mäuschen. Oh, Sprecken. Mein Prinz, mein Sir Pedro. Mein Schnöselböse, du, hm? Ja. Ist das schön, direkt an der Heizung. Ja, ach, das liebt er. Das ist seine Lieblingskraulerei. Hier so unten. Hm? Süßer Fratz. Ja, du bist so schön geworden und wieder gesund und toll und super. Ach, was ist das schön. Im Übrigen möchte ich gerne anmerken, dass dieses Körbchen, was wir hier sehen, wo der liebe Sir Pedro drin liegt und es sich gut gehen lässt, das ist sozusagen von einer Zuschauerin nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Und so hat das ihre Katze überhaupt nicht mehr gebraucht und auch angenommen, also sich nicht drin gelegt, dann hat sie mich halt darauf angeschrieben. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Wir haben dazu auch noch einen gebrauchten Kratzbaum bekommen, weil das auch, also der Kater war eh Freigänger und bei Pedro wissen wir das ja nicht, ob er dann nachher doch rausgeht, aber er hat jetzt momentan keine Tendenz dazu und er genießt das Leben hier drin. Und da haben wir auch noch einen schönen gebrauchten Kratzbaum bekommen. Nochmal vielen herzlichen Dank. Pedro war auch schon drauf, hat da ein bisschen rumgekratzt. Der steht ja bei uns oben und das genießt er ganz richtig, aber am geilsten findet er hier eh dieses wunderschöne Schlafmöglichkeit. Vorher hat er immer hier auf dem Sessel geschlafen. Jetzt dann da und manchmal hat er auch hier in der Kohle geschlafen von dem Kratzbrett. Das war da auch, also das ist echt. Und wie gesagt, abends schlafen beide Tiere, das ist echt der Hammer. Er musste sich natürlich dran gewöhnen, also der war erst, sage ich jetzt mal, ja, während den Wochen, wo er jetzt hier war, musste der wirklich abends doch wissen, dass man da ein bisschen durchschlafen muss. Und morgens hat er uns ein bisschen wach gemacht, weil er immer früh Futter haben wollte, also früher so 4 Uhr morgens, anstatt um 6 Uhr, war doch schon eine kleine Umstellung. Aber man sieht ja, dem Bub geht's gut. Und dann geht's natürlich mir auch gut. Aber die Hamstis, die haben hier Nachtschicht und für die machen wir jetzt auch schon lecker hier was zu schnubbeln fertig. Das ist jetzt Gurke, die habe ich jetzt jeweils nach Hamster geschnitten. Das ist einmal für den Darf, das ist einmal hier für die beiden Babys und das ist dann einmal für Twinkie. Wurde von mir so gemacht, weil ich nicht immer möchte, dass der Darf so Riesenstücke kriegt. Den fütter ich dann immer, die kriegen die Hälfte und dann kann ich halt immer auseinanderhalten. Und ich fütter auch nicht so viel, weil ich das dann immer wegen dem Durchfall dann immer ein bisschen Angst habe, vor allem bei den kleineren, damit die das auch wirklich dann auch fressen. Natürlich, ich kontrolliere auch, aber so, wenn man das in geringeren Mengen macht, ich meine, die kriegen auch zwischendurch mal was, vor allem die Mittelhamster, dann kann man das doch schon so machen. Und dazu hier einmal zum Wiegen mitgenommen, dann wird die Umliege gleich wiegen können und hier ist auch immer morgens schon für Hund und Katze vorbereitet, wenn man die dann auch schon füttern kann. Jawohl, wir haben einen Hamsterkollegen, der jetzt schon wach ist, aber noch nicht so ganz wach, denn es geht noch nicht die Luzi ab. Es ist ein bisschen später geworden. Ich werde jetzt ein bisschen das Futter schon mal aufstellen und klar Schiff machen, aber also man sieht, das darf hier doch wohl ein bisschen
wieder, wie immer, gewütet hat. Und ich habe einen neuen süßen Futternapf besorgt mit einer Eule. Fand ich niedlich. Ist eigentlich so ein Teelichthalter, aber wollte ich mal ausprobieren. Und momentan bin ich sowieso mit eigener Futtermischung und sowieso anderen Sorten. Ich hoffe jetzt, dass bald mal ein bisschen Pet Food das dann auch mal vorbeikommt, weil ich möchte nämlich bald auch ein Nagerzubehör-Update machen. Und ja, man sieht, Duff wird langsam erst warm. Das geht gleich noch so richtig los. Da bist du ja auch mal wach. Mein Gott, die Leute vermissen dich, weißt du das? Du alte Nudel, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier sehen wir sie, mein Sorgenkind momentan ein bisschen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass sie, wie gesagt, schon ein bisschen vom anderen älteren Semester ist und deswegen auch natürlich ihre Papalien hat, sage ich mal. Aber der Tierarzt hat nichts gefunden und es ist anscheinend wohl normal. Aber dennoch, die Kleine hat es momentan ein bisschen mit dem Fressen. Sie ist sehr wählerisch und ich glaube, sie weiß einfach, dass ich hier immer wieder andere Leckereien gebe und so, aber trotzdem ist halt eine verwöhnte Schnüsseline, ne? Ich wollte auch schon längst die Weihnachtssachen hier raustun, aber das Problem bei meinem Hamstern ist wirklich, wenn ich die Sachen dann raustue, komischerweise benutzen sie sie erst dann. Also auch hier die Sachen dann abknabbern, das macht sie auch wirklich seit, ich sag jetzt mal, einigen Tagen, da habe ich gedacht, gut, lässt ihr das jetzt einfach nochmal drin, dann ist das ja auch völlig wurscht. Beim Darf können wir ja auch sehen hier, das ist immer noch da ist und der hat das wirklich überhaupt nicht angeknabbert. Aber ich habe es einfach mal stehen lassen. Aber ja, wir leben nicht mehr im Dezember. Wir haben 2017, da muss jetzt hier mal was Neues hin. Und sowieso ist ja hier einiges für ihn geplant. Zum Beispiel hier soll eine weitere Ebene entstehen, dass er dann auch hier rüber über die Brücke dann laufen kann und wieder runter. Dass er also wirklich in einem gesamten Eck hier laufen kann und merkt, er ist wie immer total bescheuert und normal und ja, macht sich gerade schön warm. Jetzt bekommen alle einmal frisch Wasser. Hier haben wir den Napf von Twinky, total süß, habe ich mit dem Gehege hier gekriegt. Dann den Rodipit-Napf von Darth, hier mit dem Logo drin. Und dann zwei süße Teelichthalter hier für die beiden Babys. Und zwar hat mir das jemand in den Kommentaren geschrieben und auch wurde mir es angeraten über Facebook, weil die ja gerne drin baden. Das hat wirklich die perfekte Größe, aber bis ich die mal gefunden habe, ne? Meine Herren, aber ich möchte die gerne auch in verschiedenen Farben haben, weil das dann farblich dann besser auch passt zur Einrichtung, kann ich das dann variieren. Und das wird dann jetzt gefüllt und da habe ich jetzt hier natürlich leer gemacht und dann wieder frisch versorgt. Momentan mache ich das dann einmal am Tag, aber im Sommer mache ich das zum Beispiel dann zweimal, je nachdem, morgens und abends. Und dann kriegen sie jetzt erstmal frisch Wasser, weil da haut immer Sand rein. Twinky, die verliert irgendwie total viel Fell drin. Ich weiß auch nicht, was die machen. Die beiden anderen, die Babys, die tun da immer irgendwie Futter rein. Dann kommt jetzt mal die Gurke dran, wobei jemand da wieder hyperaktiv rumradelt. Hier einmal das Viertel für da. Das packe ich dann mal hier rein. Ich weiß, es sieht wenig aus. Es tut mir auch leid, aber ich teile das immer so auf. Dann kommt einmal der Riesenbatzen hier für Twinky in dem blauen Napf. Dann hier für die kleinen Pupselle. Einmal das hier. Und ich verfütter unterschiedlich. Also das ist jetzt heute mal Gurke, sonst immer gerne Brokkoli und für die Mittelhamster dann auch noch dazu Karotte. Darf hat das mal eine Zeit lang. Ein bisschen habe ich denen davon gegeben, weil das eigentlich auch nicht darf. Aber darf, ne, gesagt. Aber der frisst Karotte sowieso nicht gerne und weil er es eh nicht kriegen sollte, kriegt er das nicht. Aber dafür wird der viel mehr mit Kleinsämerei und so verwöhnt und ja, das mag er dann auch. Eine Gurke, dazu kann er eigentlich auch nicht nein. Na du Pupsi, hallo, guck mal, stell mal dein Futter hier so auf, so in der Mitte. Guck mal da, hm? Riechst du das? Interessiert dich das? Oder bist du wieder viel zu perplex und verstehst die Welt nicht mehr? Oh mein Gott, der ist immer so drauf. Passend dazu sitzt Twinky gerade auf ihren Ton. Ich habe da das Frischwasser reingesetzt. Hi Schatzi, guck mal hier, was es jetzt gibt. Nicht erschrecken. Guck mal. Da. Schau mal, wie, wenn die mal frisch aufgestanden ist, so dann sieht die aus. Ja, da denke ich mir auch immer, aus welchem Loch ist die denn gekrochen, weil die dann immer so zerzauselt aussieht. Aber die putzt sich ja dann auch immer und sieht dann gut aus. Und schaut mal. Na? Meine Gurke. Warum hast du sie da hingelegt, wenn du sie nicht frisst? Jetzt, du musst das fressen, was du dir genommen hast.
Boah, du bist so ein unerzogenes Kind. Boah, ich glaube, wenn die Twinkie so ein richtiges kleines Mädchen wäre, boah, die wäre total die Oberzicker. Du wärst total schlimm. Man müsste dich für dich schämen, wenn man deine Mama wäre. Also praktisch, ich müsste mich für dich schämen. Ach, also echt, da muss man ja immer alles hinterher tragen hier. Ja, ich rede von dir. Ich liebe dich zwar, aber du bist der unmöglichste Hamster, den ich jemals hatte und der seinen Po in die Kamera streckt. Ein bisschen Verwüstung auch bei Urmeli, die noch nicht wach ist. Kriegt ja auch ihre Gurkenscheibchen. Tada. Bei Hamster Namenlos, der eigentlich gar nicht mehr namenlos ist, weil das Geheimnis habe ich ja jetzt gelüftet, bekommt nämlich jetzt auch hier die Gurken, die werde ich auch mal direkt hoppala, so am Anfang dahin präsentieren. Vielleicht kriege ich sie ja auch noch vor der Kamera, das weiß ich nicht. Da riecht jemand. Die Gurke traut sich aber noch nicht ganz raus. Wie gesagt, das Zähmungstagebuch kommt. Oder vielleicht ist die Gurke doch... Mein Gott, bin ich hübsch. Das Zähmungstagebuch, das ist dann sowieso dann bald online kommt. Aber die ersten Tage möchte ich die Tiere dann schon in Ruhe lassen. Und man sieht, die Gurke ist verführerisch. Sie konnte den Drang nicht widerstehen. Man verfällt der Macht der Gurke sofort. Ja, hierbei kann ich ja mal ihren Namen sagen. Dieses wunderschöne, gierige... Exemplar eines getupften Hamsters trägt den Namen Trico. Und zwar bin ich am nächsten Tag mit ihr dann zum Tierarzt gefahren, weil ich einfach sie nochmal durchchecken lassen wollte, ob sie überhaupt gesund ist. Und während ich das getan habe, habe ich so bei der Anmeldung gesagt, ja, als mich gefragt worden ist, ob ich wieder mit einem Hamster, weil die Leute, die kennen mich einfach da in- und auswendig, weil ich dann mit meinem Hamster hingehe, ja, was ist denn für ein Hamster? Da habe ich gesagt, ja, das ist mein neues Mädchen, die habe ich jetzt seit einem Tag, Tricolor, und dann zack, so, Tricolor, hey, das muss doch Trico heißen. Und warum das denn? Weil aus einem Spiel, was ich vor Wochen durchgespielt habe, und zwar The Last Guardian für die PlayStation 4, was ich zu Weihnachten gekriegt habe, yay, musste ich diesen Hamster Draco nennen, also so wie der kleine Junge hier sein Fabelwesentier Drachen nennt. Friss deine Gurke, Darf. Du bist zu schnell für diese Welt und oh, ich hasse das, ey. Ich komme immer nicht mit der Kamera mit. Das ist bei dir ganz schlimm und naja, auf jeden Fall in dem Spiel, was ich euch gerade gezeigt habe, in einer der Anfangsszenen ist es so, dass dieses Fabelwesen halt einen zweispaltigen Helm aufhat und man nur die eine Seite sieht und die andere. Und wenn man sich dann die süße Maus hier, die Trico, ansieht, dann weiß man auch, oh, ne? Also, und wer das Spiel durchgespielt hat, weiß auch, dass Trico eigentlich weiblich ist. Spoiler, und deswegen heißt die kleine Maus jetzt Trico und sie kommt wieder raus. Möchtest du noch ein Stück von der wunderbaren Gurke haben? Und ich hoffe, ja, weil ich möchte dein Nest eigentlich gar nicht jetzt so oft kontrollieren, dass du das auch aufisst. Man sieht, sie ist noch ein bisschen natürlich vorsichtig und wenn sie aufblüht, blüht sie auf, aber erneut ist die Verlockung groß. Und also wenn du wirklich alles so exzessiv hamsterst, muss ich mir Sorgen machen. Oh mein Gott, du bist ja schlimmer als Twinkie. Ja, Twinkie, ich habe gerade wieder von dir gesprochen, du plüschiges Etwas, was mir wieder den Po zeigt. Oh Mann. Von Urmeli leider keine Spur und ich möchte sie so gern wiegen. Oh Mann, das ist immer ärgerlich. Also der ganze Clan ist jetzt hier irgendwie wach, aber ja, bis auf sie scheinen alle halt mega interessiert zu sein. Und ich denke mal, dass es nicht lange dauert, bis die ganzen Gurken hier von Draco gehamstert sind. Schauen uns mal bei Darf die Zerstörungswut an. Denn hier sehen wir einen perfekt fast ausgehöhlten Lieblingssnack von Darf. Und zwar ist es die Kleinsämerei von Rudi Pet. Der liebt die so sehr, ne? Also, ich habe ja auch schon mal, oh mein Gott, des Weiteren auch andere solcher Knabberdinger geholt, auch von JR Farm, aber die werden jetzt nicht so gerne wie jetzt das hier, weiß ich auch nicht, aber da ist jeder Hamster verschieden. Also, Twinkie mag die zum Beispiel nicht, die mag das nur, wenn das mit Kräuter oder mit Gemüse gefüllt ist, also das ist dann immer nur... Kleiner Hans-Peter sitzt da unten und frisst jetzt die einzelnen Sachen auf, weil ich habe das ja gerade aufgehoben. Da kann ja was Wertvolles weggehen. Pass auf, Schnucki. Ich will dich nicht kaputt machen. Jetzt her zu meinem. Schau mal hier. Ich habe es wieder dahingelegt. Jetzt hast du deine Ruhe und kannst schön fressen. Weißt du was, du Nase? Guck mal hier, was ich dir jetzt schenke.
Denn wenn man die da hinhält, dann frisst es ja sowieso. Pass auf, aber nicht meinen Finger essen, okay? Bitte nicht. Guck mal, ein Stück Gurke. Nimm diese Gabe an und zerfleische nicht meinen Finger. Der Löwe hat seine Beute im Griff. Und transportiert sie weg, damit kein anderer sie fressen kann. Kommen wir jetzt mal zu was anderem, was ich ansprechen wollte. Und zwar habe ich ja schon im Video gesagt, wo ich Trico abgeholt habe, dass ich ein anderes Laufrad haben will. Und das habe ich jetzt auch besorgt. Das ist hier ein Wooden Wheel. Das ist aber ein gebrauchtes. Das habe ich nämlich schön ergattern können, weil das jemand, den ich kannte, verkauft hat. Hier 27 cm. Wir haben hier noch so einen Stickerrand drum. Die gab es damals, glaube ich, auf Horizont. Auf jeden Fall 27 cm und ich finde sie erheblich leiser als die anderen von Trixi. Aber da werde ich noch, nämlich jetzt darauf, die kommenden Wochen einzelne Reviews machen. Also ein Review zum Wooden Queen, ein Review zum Trixi-Laufrad und dann werdet ihr alles von sehen. Habe ich auf jeden Fall sauber gemacht. Dazu hier zu dem fliederfarbigen Band gab es noch hier so ein orangenes. Das kann man eigentlich individuell sich auch zusammenstellen, wenn man jetzt kein gesamtes Rad kauft, sondern im Online-Shop jetzt da, weiß ich nicht, mehrere Farben nimmt. Weil ich habe jetzt eigentlich auch von Darfs Wooden Wheel, hier die 20er-Variante, habe ich davon auch, ich glaube, noch so ein blaues. Jetzt natürlich sitzt er da und frisst wieder, wie immer. Der macht alles, der frisst, der pinkelt, der schläft. Also manchmal ist das so eklig, was er da drin macht. Das wollt ihr gar nicht wissen. Auf jeden Fall kann man sich das immer so schön zusammenstellen. Aber ich finde jetzt mit dem Flieder, das passt eigentlich sehr schön zu Trico. Und ich werde das jetzt auch auswechseln, weil der 25er ist zwar noch okay, ne, keine Frage, aber das ist hier schön geschlossen. Weil die hat sich da schon eine olle Macke reingehauen, weil die so schnell gelaufen ist und dann volle Kanne auf die Schnauze. Die hat jetzt einen kleinen Dutch an der Schnauze. Deswegen werde ich das jetzt auch austauschen. Wurde von mir grundgereinigt, also desinfiziert und das alles. Und dann kann sie auch damit jetzt schön radeln. Bei diesem Gehege finde ich die obere Eingriffsluke total toll, weil die so riesig ist und man wirklich hier alles eigentlich machen kann. Das habe ich bei den wenigen Gitterkäfigen so gesehen. Jetzt holen wir mal hier das Exemplar raus. So, bisschen von dem wegmachen. So, hier seht ihr, das passt hier ganz durch. Und dann kommt auch noch das andere rein. Nochmal vermerkt, das ist alles eigentlich provisorisch und wenn Trico umziehen sollte, kommt sie hier schön rein und es wird ja sowieso noch, außer die Ebene, die wird bleiben, noch ein bisschen umstrukturiert mit meinen selbstgebauten, vielleicht weiteren Ebenen und auf jeden Fall das Häuschen, das kommt dann auch noch da rein und das Rad, weil es mir definitiv zu laut war, habe ich jetzt auch hier reingestellt und wird von Umeli natürlich genutzt, aber zu dem Review sage ich natürlich dann auch noch meine eigenen paar Worte. Darf, du bist so süß. Und Mams jetzt wahrscheinlich deine Knabbereien. Das ist nämlich immer so, da wird erst alles rausgeknullt, also aus dem Backen und dann da und dann überall auf der Ebene. Und morgens frage ich mich immer, was dieser kleine Hamster nur für einen riesen Dreck macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass er immer wie doof da läuft, ne? Ja. Wenn er mal versterben sollte, er soll noch lange hier bleiben, aber trotzdem, dann müsste bei ihm so ein Spruch kommen wie sein Leben bestand aus Laufen oder so, Forest-mäßig so, Lauf, Forest, Lauf. Ein kleiner schwarzer Flosel, der jetzt leider schon langsam grau wird. Urmeli, werd bitte wach. Die Pflegemama wird langsam echt müde. Man hört es auch an der Stimme und es ist echt, wir haben jetzt schon 1:30. Ugh. Aber ich bemühe mich, wach zu bleiben, weil ja alle Hamster in diesem Vlog drin vorkommen sollen. Ein Raubtier bei der Nahrungsaufnahme. Mitten in der Nacht. Gedanklich aber dabei, dunkle Pläne zu schmieden, um die Weltherrschaft an sich zu reichen, mit einem Grinsegesicht im Hintergrund. Ja, welche Tiere dann so gefüttert habe, geht es dann eine Weile so, weil die sich das alles dann zurechtsuchen. Und man sieht, Darf ist mega konzentriert, um jeden einzelnen Krümel zu finden und dabei wie doof durch die Papierflocken, die er eh nicht benutzt momentan, weil er eigentlich erst im Wiesenheu schläft. Ja, und dann schiebt er das alles immer weg. Aber süß anzuschauen, wirklich. Ein pfiffiger kleiner Fellpopo. Bei der Figur übrigens, die ich nur hier eine Zeit lang dann drauf hatte, habe ich echt manchmal gedacht, dass ein Hamster ausgebüxt ist. Da habe ich wieder versucht, was ist denn da los? Bin schnell hin und ich sage, ja, diese Figur hast du ja gekauft. So, ich habe gerade ein Rascheln bei Urmeli gehört, deswegen wollte ich das jetzt einschalten. Das ist so eine ganz normale Küchenwaage,
wie man sie kennt und dann, wenn sie an ist, hier, da. Also du wiegst mehr als meine Hamster, ist schon erstaunlich. Werde ich dann das Gewicht ermitteln. Bei der kleinen Trico wird das aber noch eine Weile dauern, weil ich habe ja jetzt ihr Startgewicht sozusagen. Aber die Tiere wiege ich dann nur einmal in der Woche, um halt den Stress zu mindern und weil sie sowieso ganz am Anfang ist. Und ich, denn sie sah zwar im ersten Video zahm aus, aber es war auch die Aufregung und interessiert. Und sie muss sich ja auch erstmal daran gewöhnen und an meinen Geruch. Und dann, sage ich mal, wird das mit dem Zahmsein wahrscheinlich klappen, aber dennoch wird jetzt mal hier die Omeli doch das Gewicht stellen und wir uns die Frage hier beantworten, ob sie doch langsam vermittelbar ist oder nicht. Und im Nebenraum ist Darf immer noch mit der Nahrungssuche beschäftigt und hat volle Backen. Oh, wie süß. Habe ihr jetzt was zu futtern da reingetan, damit sie dann auch ein bisschen Beschäftigung hat. Also insgesamt sind es dann 160 Gramm mit Becher. Ich werde das dann mal gleich ohne Becher nochmal, also nur den Becher wiegen und das dann ab Minus berechnen und ich hoffe mal, dass die kleine Maus dann doch ein Gewicht hat, was sich gut rentiert jetzt nach meiner Pflege. Ne, und du bist so süß. Und jetzt ist sie auch ein bisschen ruhiger, weil sie sich gerade gedacht hat, was ist jetzt los? Weil zahm ist sie auch noch nicht, aber sie ist interessiert und frisst schon Leckerchen aus der Hand, aber dennoch muss sie sich noch weiterentwickeln und ist noch ein kleines Baby, was jetzt erstmal ein wenig frisst und mega flauschig. Also die explodiert wie eine große. Ich habe einen Becher voll Hamster. Das ist auch mal interessant. Ich tue sie jetzt mal wieder zurück. Mal schauen, ob das ganz klappt. Wenn ich sie ein bisschen... Omeli, pass auf. Du wirst gedreht. Die Mama möchte... Genau, guck mal. Geh zu den Gurken. Guck mal. Die sind doch sehr einladend. So, schaut euch mal die Süße an. Also... Eine ganz tolle Farbe, mein Gott, meine Stimme, die wir da sehen. Und sie schimmert auch und ist schon weg. Und jetzt da. Also von ihrer Entwicklung bin ich sehr begeistert. Und natürlich, jetzt ist sie wieder ein bisschen aufgeregt. Aber ich kann mich bei ihrem Farbschlag noch nicht so hundertprozentig auch noch festlegen. Aber ich denke mal, dass sie Champagner ist. Also ein Aerie Champagner-Mädchen. Und noch eine ganz schicke dazu. Und jetzt putze sich, weil es alles doch ein bisschen stressig war, ne Schatz? Du bist eine ganz hübsche und schon so flauschig. Die hat mehrere Farben, sie so mehrere Farbansätze, die ganz toll aussehen. Und wir sehen ja auch, also es schimmert richtig und eine ganz tolle. Also, ja, was? Du redest von mir? Ja. Jetzt einmal, oh, strecken. Sehen wir, da kannst du nicht planschen. Ne? Und... Also wer diese kleine Süße bei sich zu Hause hat, hat auf jeden Fall einen super tollen Farbschlag, der sich unter mehreren Cremefarben unterscheidet. Und wir hier einen Hamster haben, der ein bisschen Randale macht, weil sie gräbt. Ja, Twinkie, dann lass mal. Ja, genau. Grab mal ein bisschen drunter, das ist ja alles auf Stelzen, das ist gar kein Thema. Kannst du ruhig machen, da ist genug Platz da, um deiner Wut freien Lauf zu lassen. Und ich freue mich eigentlich, sie total, also total... Anführungsstrichen aktiv zu sehen, weil sie ja eigentlich ne, so ein bisschen mein Sorgenkind ist. Aber sonst ist dann alles gut. Am Ende gibt es noch ein paar Leckerchen. Und zwar haben wir hier leckere Bananenchips. Einmal für die kleinen Mittelhamster hier. Darf kriegt davon nichts. Aber die können ja vielleicht auch mal ein bisschen Süße vertragen. Und mal gucken, hier mit der Urmeli Schnuckibutz. Na? Oh, ja, das musst du schon richtig nehmen. Oh Gott. Warum essen meine Hamster das nicht auf? Was mache ich falsch? Ja, okay, doch. Jetzt knabbert sie doch. Einmal hier für die Urmeli. Guten Twinkie, auch für dich, die sich in der letzten Ecke wieder verkrochen hat. Guck mal hier. Oh, ein Bananenstückchen. Ja, los. Und es wird wieder versteckt. Ach, da hinten sehen wir auch die Gurke. Da muss ich heute, an diesem Morgen gucken. Also noch ein Stück kriegst du nicht, ob die Sachen da alle noch sind und ob ich die dann wegmache. Und für Trico natürlich auch, dass ich aber dann hier hinlege, weil die Süße dann entweder noch schläft oder schnabuliert und ich sie natürlich nicht einfach so wecken möchte, sondern das dann alles auch so mache, wie sie es dann möchte und für ihren Rhythmus. Und wie gesagt, ist noch totale Babyzeit. Omeli hat das gerade so überstanden und ist da am Schnabulieren und an dieser Stelle ist dann auch eigentlich für heute alles erledigt. Ja, meine Lieben,
das war's dann jetzt mit diesem Hamster-Special-Vlog von eurem Yuki mit allen 4 Hamstis. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet dann auch bei meinen anderen Videos jetzt ein, die von den Hamstis kommen werden. Und darf an dieser Stelle, überrascht euch mit einem vollgestellten Klo voller Hamsterköstlichkeiten, die er für euch hier bereitgestellt hat, weil er immer so blöd hamstert, aber das tut er sehr gerne auch in seinem Laufrad. Und jetzt genießt er die Körner, die er gerade gefunden hat. Danke, lasst ein Like da und einen Kommentar. Ihr könnt ja weiterhin die Entwicklung auch vor allem von Umeli und ihrer Vermittlung dann auch verfolgen, werde ich natürlich hier auch veröffentlichen. Dann kommt das Zähmungstagebuch von Trico demnächst. Also wenn sie sich jetzt erstmal die Woche eingelebt hat und man dann so langsam zu ihr dann eine Verbindung aufbauen kann. Natürlich, darauf freue ich mich auch. Und jetzt das Weitere mit Ara und Pedro und den Axolotln. Und ja, mit Gehegeveränderungen werden kommen, verspreche ich auch. Und die werde ich dann auch hier alle noch zusammenbasteln. Auch vor allem bei Darf wird sich einiges ändern. Und deswegen bleibt wie immer aktuell. Danke fürs Zuschauen hier nochmal von meiner Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.